Goldberg, ein klingender Name für eine Kleinstadt mitten in Mecklenburg. Auf der B192 rammelt der Verkehr mit 50 Kilometer pro Stunde durch den Ortskern. Verlassene Läden, viele heruntergekommene Häuser säumen die Straße. Die Stadt wirkt wie aufgegeben oder abgehängt. Seit wenigen Tagen hat Goldberg einen neuen Bürgermeister, Gustav Graf von Westarp. Der 71-Jährige hat die Wahl überraschend deutlich gegen den Mitbewerber von der CDU gewonnen. Programm und Persönlichkeit haben die Bürger überzeugt. Westarp möchte verändern. Und das nicht allein, sondern gemeinsam mit den Bürgern, so sein Wahlslogan. Der Niedersachse lebt seit 12 Jahren in Goldberg. Er sei hier heimisch geworden, erzählt uns der neue Bürgermeister. Wir wollen wissen, was in Goldberg schiefgelaufen ist. Warum ist die Stadt nicht weiter, wie viele vergleichbare Städte in der Region? Der Grund ist sicher, dass die Stadt sich keine Aufgabe gestellt hat. Nach der Wende ist das Militär abgewickelt worden, der Standort ist aufgelöst worden und jede Stadt braucht eine Aufgabe. Sonst ist es nur eine Ansammlung von Häusern. Und man hat sich keine Aufgabe gestellt, beispielsweise Tourismusschwerpunkt zu werden oder irgendetwas anderes zu machen. Es gibt ja viele Funktionen für Städte, sondern man hat sich selbst verwaltet und inzwischen eben als Sitz der Amtsverwaltung sind wir auch Dienstleister für das Amt, für insgesamt ungefähr 7000 Menschen. Das alleine reicht aber nicht für eine Entwicklung. Das reicht gerade mal, vielleicht den Status quo zu halten oder den Niedergang zu verwalten. Das ist mir zu wenig. Das hat Goldberg nicht verdient. Das entspricht auch nicht dem, was man daraus machen kann, meiner Ansicht nach. Goldberg wurde von der Wende hart getroffen. Die Bevölkerung schrumpfte innerhalb weniger Jahre um ein Drittel. Die meisten Betriebe machten dicht. Ein touristischer Aufschwung ist nicht in Sicht. Trotzdem funktioniert das gesellschaftliche Leben in der Stadt. Rund 20 Vereine sind hier aktiv. Westarp möchte die Bürger aktivieren, gemeinsam neu zu denken und zu gestalten. Deshalb haben sie ihn ja schließlich gewählt. Ich will als erstes die Geschäftsleute zusammenholen, vielleicht nach Branchen, um festzustellen, was sind ihre Wünsche und Forderungen an die Stadt, festzustellen, was können sie zur Entwicklung der Stadt beitragen. Dasselbe will ich mit den Vereinen machen. Es wird seit langem schon verlangt, dass wir wieder ein Stadtfest einrichten. Wir werden überlegen, ob wir einen Wochenmarkt einrichten können als Regionalmarkt, regionale Produkte zu vermarkten und Ähnliches. Und dann ist da die lange Straße, Durchgangsverkehr. Ein Albtraum für die Anwohner, wenn es überhaupt noch welche gibt. Ja, also die lange Straße zu beruhigen wäre jetzt also auch eine Maßnahme, die man noch mal prüfen muss. Es ist verschiedentlich beantragt worden und es war bisher die Auskunft, die Verkehrsdichte und die Unfallereignisse reichen noch nicht aus, um hier auf 30 runterzugehen, sondern nur dort, wo Kindereinrichtungen sind. Das haben wir an einer Stelle. Jetzt gibt es einen Bereich, da ist ein Kindergarten, da ist 30. Aber die Verkehrsberuhigung würde der Bausubstanz sicherlich gut tun. Sie würde die Verkehrsfrequenz nicht mindern. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass ja der meiste Verkehr der ist, der gar nichts nach Goldberg will, sondern durch Goldberg durchfährt und ganz woanders hin will. Und den sollten wir umlenken können. Aber eine Verkehrsberuhigung könnte eine Maßnahme sein, die eine Linderung bringt. Goldberg war einst ein blühendes Ackerbauernstädtchen mit vielen Handwerkern. Ein regionales Zentrum. Westarp möchte die Sanierung und Belebung des historischen Stadtkerns vorantreiben. Das Heimatmuseum wird gerade saniert und sollte schnellstmöglich wieder öffnen. Der neue Bürgermeister hat viele Ideen. Eins weiß Westarp aber auch. Selbst die besten Ideen nutzen nichts, wenn man alleine kämpft. Also es liegt viel natürlich an einzelnen Personen, aber einzelne Personen können dann eben auch auf der anderen Seite gar nichts bewirken, wenn sie nicht erreichen, dass die Mehrheit auch mitmacht. Und das ist mein Ziel, dass die Mehrheit zu mobilisieren, zu motivieren. Und ich habe das Gefühl, dass also jetzt eine sehr, sehr gute Situation dafür ist. Wenn man Positives auch unterstützt, wenn man Vorschläge auch hilft zu realisieren,
dann kann man eine Menge ausprobieren und kann den Leuten wieder Mut machen, dass man auch eine solche kleine Stadt, die viele Probleme hat, wieder neu entwickeln kann. Gustav Graf von Westarp ist in Mecklenburg-Vorpommern kein Unbekannter. Als Landeschef der Freien Wähler startete er die Initiative Faire Straße, in deren Ergebnis der Landtag die Straßenausbaubeiträge abschaffte. Jetzt will sich Westarp aber auf Goldberg konzentrieren. Auch hier ist das Land gefragt, mitzuhelfen. Ein Programm für strukturschwache Regionen soll helfen. Für den neuen Bürgermeister eine Riesenchance, gemeinsam mit den Bürgern Goldberg neu zu erfinden.